Ein jeder wird geprüft. Der eine mit dem und der andere mit dem. Deshalb, wie schön sagt es Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an, Laysa li mu'mini rahatun duna liqa Allahi azza wa jal. Für den Gläubigen gibt es keine vollkommene Ruhe. Die vollkommene Ruhe erreicht und erlangt der Gläubige erst dann, wenn er Allah, den Herrn der Welten, azza wa jal begegnet. Erst dann, wenn er vor Allah, den Herrn der Welten, steht. Erst dann, wenn Allah ihn vergeben hat. Erst dann, wenn Allah ihn sagt, tritt in mein Paradies hinein. Erst dann erlangt der Gläubige vollkommene Ruhe. Dementsprechend, geehrte Brüder, bereitet euch auf den Begegnung mit Allah vor. Bereitet euch auf die Begegnung mit Allah azza wa jal vor. Tut Gutes und erlasst das Schlechte, auf dass ihr erfolgreich seid im Diesseits und erfolgreich und errettet seid im Jenseits. Denn zweifelsohne an jeder von uns wird geprüft werden. Aber die Prüfungen werden leichter überstanden, wenn der Diener damit umgeht und begreift, es gibt keine vollkommene Ruhe im Diesseits. So möge Allah azza wa jal uns standhaft machen und uns stärken und uns erfolgreich sein lassen im Dies und im Jenseits. Allahumma amin, aqulu ma tasma'un, wa astaghfirullaha li wa lakum, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.